Guten Morgen, Leute. Wir waren genau 1,5 Tage und 2 Nächte in Konrad-Hiroshima, also in der Provinzhauptstadt. Ist absolut nichts los, sehr viele Geschäfte geschlossen. Und in den 1,5 Tagen schlossen auch einige Hotels. Keine Ahnung, ob auf Dauer oder wegen der aktuellen Situation. Selbst Kai hatte keine großartige Lust, hinzufahren, machen wir auch im Rückweg, wenn sich die Gelegenheit ergibt, und werden dann auch außerhalb wohnen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Nang Rong, aus sentimentalen Gründen. Wir sind natürlich wie immer früh unterwegs und dementsprechend kamen wir auch wieder im Berufsverkehr rein. Übrigens, der Kurat nach Konrad-Hiroshima ist bekannt für seine Töpferwerkstätten. Ob jetzt Kunst oder Pitch, mag jeder auch für sich selber entscheiden. Aber einige schöne Stücke sind schon dabei. Die fertigen auch Reliefs, wo man ja, Wände mit verkleiden kann. Sind einige schöne Sachen dabei. Wir fahren mal weiter Richtung Nong Khi, Leute. Vollgetankt und wir sind auf der Route 24 unterwegs. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich hier langs gefahren bin. In den Kurat nach Nong Khai hoch und wir essen auch gleichzeitig hier. Sind eh viel zu früh dran. Ich an einer Raststätte auch noch nicht. Hier muss man Coupons kaufen, um Essen zu bestellen. Gelohnt. Und Kai bestellt schon wieder. Er ist auch mit dem Motorrad unterwegs. Sawadee krab. Kun banai krab. Surin. Go Surin. Surin. Bye Surin. Okay, banki bye Surin. Bangkok. Phong Kep. Surin. Gai. Rot Yeu. Geng, no? Man, nang, wing nang kuen leh. Mai, ke wing, bap, ok ma, ko, ki ni, ko, ke pen, jangwat ki hok. Ko, ke tiyo ma lươi, lo ma, jap, lai, jangwat. Tiyo. Tham ngan, tiyo, bap. Schokolade. Zweimal Kaoman Kai mit Süppchen kostet 90 Watt. Das war ja mal wieder ein cooler Typ, Leute. So hat man aber Spaß. Wir sind in Non Bun Mak. Non Bun Mak, der kleine Ort, ist relativ bekannt. Aus 2 Gründen. Erstens mal durch diese Pflanzen hier. Die sind teilweise mehrfarbig. Rot, Orange, Violett und werden aufgefropft. Ich hatte viele von denen bei mir im Garten. Damals kostete so ein kleiner Strauch um die 70 Watt. Allerdings solche großen Sachen hier, die können auch schon mal schnell ein paar tausend Watt kosten. Und der zweite Grund ist, hier wird ein vorzüglicher Honig hergestellt. Und die müssen immer wieder beigeschnitten werden. Ne? Die kann man richtig schön in Form schneiden. So wie die auch mit dem Herzen da auch gemacht haben. Und die sehen immer blutig und wesentlich schöner aus. Also wie gesagt, der Honig ist von sehr guter Qualität. Kein so ein gepanschtes Zuckerzeug, wie man das auch findet. Und auf einem relativ langen Teilstück beidseitig Verkaufsstände mit den Blumen. Hat das scheinbar nicht so ganz funktioniert mit dem Aufropfen. Alles verkümmert, die Blüten hier. Kreuz traurig. Können keine Pflanzen mitnehmen. Wartoi. Wir sind bereits in der Provinz Buriram und zwar im kleinen Örtchen Nong Khi. War jedenfalls mal klein zu meiner Zeit. Der Markt hier wurde allerdings schon neu gestaltet, als ich noch in der Nähe lebte. Typische thailändische Ortschaft. Und früher war der Markt nicht überdacht, war, naja, sagen wir mal, war relativ schmuddelig. Oh, die scheinen jetzt hier sogar eine Art Food Court zu haben, aber meistens auch alles geschlossen hier.
die feiern auch noch immer Neujahr. In Seestraße sind wir viel Obst angeboten und da kaufte ich auch, als ich in Rom lebte, mein Mehl und meine Hefe und so weiter. Bisschen kompliziert das Ganze aufzunehmen heute. Die Sonne steht ziemlich tief und blendet. Kann man schön, oder? Ich denke mal, kann man schön. Also ist noch ordentlich was los. Guckt euch das an hier. Überall parken hier Moped. Da hinten auch. Die Schwester hier ist treiben in dem Mörchen hier. Hallo! Hallo! Sawadika! Sawadika! Thailand! Thailand! Oh, Kok! Oh, ich heiße. Das ist dann der eigentliche Morgenmarkt hier. Oder? Gerade mal 10 Uhr und wir haben es nicht mehr allzu weit bis Mangrom. Allerdings werden wir ja da noch nicht ins Hotel einchecken können, denke ich mal. Wir sind auf Zimmersuche, also würde mir schon gefallen hier. Aber liegt 4,5 Kilometer außerhalb vom Zentrum. Sehr schönes Zimmer, kosten 560 Watt. Kann man mit leben, aber wie gesagt, ist man zu weit weg. Kein Restaurant, kein gar nichts in der Nähe. Ja, außerdem kann auch hier keiner fragen, ob wir ein Zimmer möchten, also fahren wir weiter. Was soll das? So Leute, Zimmer gefunden, ohne viele Fehler lesen, 450 Watt mit Parkgelegenheit direkt vor der Türe. Unsere obligatorischen Plastiktüten. Und ich zeige euch heute mal kurz, bevor wir hier wieder Unordnung reinbringen. Kleiderschränkchen. Können wir die Klamotten reinpacken. Okay, passt. Achtet doch bitte mal drauf, wie unterschiedlich die Qualität der Zimmer ist. Also das erste Zimmer für 450 Watt war ja, sagen wir mal, wurde ausgedrückt, grottenschlecht. Dieses pinkfarbene Zimmer schon ohne alles drin. Dann das nächste Zimmer kostete dann glaube ich 520 und gestern 550 und hier bezahlen wir 450 Watt und hat eigentlich eine gute Ausstattung. Also bei den Preisen und bei den Ausstattungen doch erhebliche Unterschiede. Mal darauf achten. Kai kramt das schon wieder alles ein. Na gut, ein bisschen Probleme dürfte mit dem Laptop geben. Ein bisschen eng hier zum Arbeiten, aber man kann nicht alles haben. Dafür ist das Zimmer in Ordnung. Sogar so eine kleine Garderobe hier. Also ich finde nicht schlecht. Für das Geld auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und wir hier mal einen Kaffee trinken. Typisches Gefährt im Isan. Name vom Hotel liegt in einer kleinen Seitenstraße. Wird überall fleißig gebaut. Und wir spazieren mal kurz hier rum, nur zur Orientierung. Sind ja auch Fitnessgeräte hier. Öffnen um 15 Uhr. Jo, öffnet um 15 Uhr, kostet 20 Watt. Dann schicke ich gerade heute noch mal hin, da habe ich mal eine Truhe. Den Laden gibt es auch noch. Da kaufe ich alle meine bestickten T-Shirts. Cool. Auf den ersten Blick scheint schon der Hauptstraße nicht viel verändert zu haben. Geh mal da langs. Der Laden ist auf jeden Fall neu. 7-Eleven existiert auch noch. Und da findet höchstwahrscheinlich nach wie vor der Abendmarkt statt. Meinen Schrauber gibt es auch noch. Hier ließ ich früher meinen Schocker reparieren. Ja, vielleicht bei der Arbeit. Der wird mich wohl nicht mehr kennen. Der erkannte mich sogar noch und ich muss sagen, der hat wirklich Ahnung von allen Bikes. Ob man ihm ein kleines Bike bringt, ein großes Bike.
der repariert alles und war immer sehr, sehr zufrieden bei dem. Vier Friseure nebeneinander, die waren damals noch nicht da. Da wohnt der oberste Sheriff von Nangrong. Mercedes hat er auch noch. Das Café, Restaurant, ebenfalls verschwunden. Um den See drehte ich morgens 5 Runden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich spielte sogar an den Fitnessgeräten etwas rum. Also wirklich Neues gibt es hier nichts. Die Zeit ist in Nangrong stehen geblieben. So, wir trinken mal so einen Kokosnussdrink. Mit Kühlen. Viel zu heiß für Kaffee. นมนมอยู่เนี่ยค่ะอ๋อนี่แค่อันนี้ค่ะร้านที่ตั้งนะคะอ๋อเหรอเห็นแต่ก่อนนาน Ich möchte so einen gegrillten Drink haben. Ich möchte das Fleisch noch nicht essen, das Kokosnussfleisch. Jo, da hat Kai ihren Surfdrink mit dem Fleisch und der Milch drin und mit dem Wasser drin. Und meiner wird mundgerecht angerührt. So sieht das doch schon wesentlich besser aus. Und ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, sehr flüssig und sättigt auch ein wenig. Okay, schmeckt. Es ist schon ein etwas trauriges Bild. Egal wo man hinkommt, viele der etablierten Läden geschlossen oder vollkommen abgerissen worden. Aber naja, was kann man dazu sonst noch großartig sagen? Wir nehmen mal vom Damm mit und dann gehen wir ins Zimmer. Ist ziemlich warm heute. Mal sehen, ob wir heute Abend noch was machen, aber ich glaube eher nicht. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Ich bin positiv, bleibt mal alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.